1:5 in Frankfurt, das gab es schon mal. Heute so viele individuelle Fehler, aber damit kann man es doch nicht allein erklären. Hey, allein nicht, das ist schon klar. Also die Höhe kann man dann schon so ein bisschen damit erklären, weil dann einfach zu viele Fehler in zu gefährlichen Räumen dann dazugekommen sind. Geschuldet auch vielleicht der Tatsache eben, dass wir dann schon so unter Zugzwang waren, vom Ergebnis her einfach auch sehr viel riskieren mussten. Und das ist begründet in diesen ersten 30 Minuten, in denen Frankfurt einfach extrem aggressiv war, es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und wir da einfach in den entscheidenden Momenten dann nicht dagegenhalten konnten. Und das müssen wir uns auf jeden Fall ankreiden. Die Effektivität von Frankfurt war natürlich auch sagenhaft. Sie haben es dann auch super zu Ende gespielt. Das Tor von Hugo Larsson, glaube ich. Also die Aktion war dann schon wirklich klasse gemacht. Aber in anderen Momenten, muss man auch sagen, haben sie Tore gemacht, wo wir eigentlich in Überzahl waren und haben dann einfach in diesen entscheidenden Zweikämpfen die sich durchgesetzt. Da waren sie irgendwie härter, da waren sie griffiger und das andere war dann noch, dass wir, glaube ich, 1, 2, 3 wirklich gute Torchancen dann eben noch nicht genutzt haben. Sonst hätte es noch mal in die richtige Richtung auch vielleicht kippen können, aber ja, so haben wir absolut verdient verloren. Werden trotzdem nicht den Kopf verlieren, sondern werden Schippen, 1, 2, 3 Schippen drauflegen müssen, zwangsläufig. Und da muss eine Reaktion kommen. Das erwarte ich auch von uns. Und so werden wir in die nächsten Partien gehen. Am Dienstag geht es ja schon weiter. Und vor allem dann das Bundesligaspiel ist natürlich jetzt unter der Tabellensituation eben ja, ganz, ganz entscheidend gegen Stuttgart. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, er muss das noch euch vermitteln, dass Frankfurt vielleicht nicht so schlecht ist, in Anführungszeichen, wie es die bis letzten Ergebnisse gezeigt haben. Ist es ihm nicht gelungen, ihr seid 10 Kilometer weniger gelaufen? Ja, das ist jetzt, da können wir ein paar andere Spiele, glaube ich, auch zugrunde legen, wo wir dann ein super Spiel gemacht haben, wo wir vielleicht auch weniger gelaufen sind. Also mit den Statistiken, da lasse ich mich nicht locken. Die entscheidende Statistik ist die auf der Anzeigetafel oben und da haben wir 5-1 verloren. Der Trainer hat es aber durchaus geschafft, uns das zu vermitteln. Aber in der Umsetzung, da haben wir natürlich, keinen guten Tag gehabt. Sie selbst hatten ja mit den 5 Gegentoren eigentlich nichts zu tun. Trotzdem sind Sie derjenige, der sich immer wieder stellt und erklärt. Es nervt doch irgendwann mal. Nee, überhaupt nicht. Das gehört zum Job dazu. Du stellst ja auch schon seit 15 oder 15 Jahren immer wieder Fragen, egal wie das Ergebnis ist. Und deswegen, wir lieben unseren Job, wir beide. Und da gehört das auch dazu, auch wenn wir natürlich ungern verlieren. Aber es gehört ja zum Job der Kollegen auch, dass die auch mal Fragen beantworten und die schwierigen Dinge erklären. Machen sie oft genug. Aber klar, wenn man einen Elfmeterschützen hat, der sehr sicher verwandelt, dann schickt man den am Punkt. Und ich bin natürlich, was Interviews betrifft, wahrscheinlich mit der Erfahrenste hier mit Manu. Und deswegen tauche ich da natürlich auch immer wieder auf. Es wäre ja nicht clever, glaube ich, wenn jetzt da die 19-Jährigen hier stehen würden und sich dann da vielleicht aufs Glatteis führen lassen. Waren die 10 Tage Nach Niederlagen kann man alles sagen. Wir haben auf jeden Fall gut trainiert und das bringt uns aber rein gar nichts.